Ihr wollt wissen, wie der Lageraufbau vorangeht? Dann bleibt dran! Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen hier mit dem Anschluss weitermachen. Und zwar brauchen wir hier hinten irgendwo einen Schredder. Habe ich alles für einen Schredder dabei? Wie war das? Ich glaube nicht, ne? Doch, habe ich. Ich vorsichtshalber mich genommen. Der passt hier noch nicht so gut. Das heißt, wir müssen das tatsächlich nach hinten erweitern. Aber da hatte ich fast schon mit gerechnet. Ist ja nicht so ein Akt. Setzen wir mal. Wie viele machen wir denn mal? Ich würde ja sagen, wir machen da noch eine Wand hinter. Also, ich würde gerne. Das ist dann für die Symmetrie. Hier einen Container hinsetzen, da noch einen Container hinsetzen. Die beide quasi als Wegschmeißdinger funktionieren. Oder fungieren. Ich glaube, bei dem würde ich einfach. Ja, machen wir direkt. Zack. So. Und dann dort. So. Dann nehmen wir uns die Wand und setzen sie dorthin. Die Wand setzen wir. Die Wand setzen wir dorthin. Und da. Nee, eine reicht mir. Na komm. Ups. Und dann kommt die da oben drauf. So, okay. Dann hätten wir das. Dann machen wir. Ja, hier müsste jetzt der Spaß hinten rausgehen, genau. Danke, besser. So. Dann setzen wir uns den Schredder. Nämlich. Jetzt setzen wir uns den hin. So. Dann haben wir hier schon mal den Spaß, dass er so reingeht. Das ist auch aus Versehen 90 Grad Winkel geworden. Wunderbar. Dann haben wir da auch den Platz. Ich glaube, das ist auch so das, was wir brauchen. Dann ziehen wir das Ganze hier hinten zu. So, das ist unser Munitionslager. Da muss doch auch der da drauf. Weil ich möchte gerne von dort, also erstmal. Ach, ich kann da ja. Ich brauche hier oben was zum Schweben. Aus irgendeinem Grund dreht gerade mein GoXLR ein bisschen durch und macht ein komisches Knattergeräusch. Egal. So. Wir holen uns mal ein bisschen Strom hier rein. Von wo? Das ist ein bisschen weit weg. Das auch. Haben wir hier noch irgendwas rumstehen? Da haben wir was rumstehen. Da passt sogar noch einer dran. Wunderbar. Mache ich mir jetzt auch recht stumpf hier. Na, kommst du? Kommst du?
Also, ich brauche ja sowieso Strom für den Schredder. Da muss ich mir nur noch einfallen lassen, wie ich den genau da hinsetze. Das wird nochmal umgeändert hier, definitiv. Aber da würde ich jetzt vorschlagen, setze ich den so hin. Und dann setzen wir uns. Wo ist denn dein Stromanschluss? Ah, da. Da wäre das aber besser, wenn ich den auch da hinsetze. Moment. Ach ja, damit es halbwegs vernünftig aussieht, ist das immer. Ne, ihr kennt das. Ein Graus. Dann setzen wir uns hier hin. Schließen wir. Von dort nach da an. Dann geht das von hier. Ein Stück zurück. Hier hin. Und da unten laufen immer noch die Raketen, die viel zu groß sind durch die Gegend. Ja, schön. So, dahin. So. Okay, das haben wir. Der hätte Strom. Sehr gut. Und wir können hier rumfliegen. Noch besser. So, wir wollen. Das da rein haben. Sehr schön. Das heißt, wir können. Oh, wie machen wir das jetzt am besten? Da muss ich ein wenig aufpassen. Moment. Gleich weiter. So, wir müssen. Der soll ja hinten an den da verbunden werden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder lasse ich den Spaß einfach hier oben drüber laufen, weil hier zwischendurch geht halt nicht. Bedeuten würde, müsste das da rüber laufen lassen. Aber letzten Endes brauche ich auch hier einen Anschluss. Wobei, den könnte ich besser. So setzen, das funktioniert aber nicht. Das kommt doch da raus. Da war doch was. Ich hab da doch was im Kopf. Oh Mann. Da hatten wir doch ein kleines Problem. Genau. Da wurde doch meine Faulheit bestraft. Nee, so rum. So, das geht nach hier hinten. Okay. So kriegen wir den Spaß rein. Geht das hier runter? Tatsache. Aber es geht doch da hinten ja nicht hoch. Aber es geht da hoch. Nee. Ist ja kein Problem. Das korrigieren wir schnell. Setzen dich dahin.
nehmen die Wand da hinten raus. Der Schritt war elementar wichtig, wie ihr wisst. Ja, sonst geht's dir heute gut hier, Gerät, oder? Der Gerät macht Geräusche, das ist nicht mehr normal. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir nur irgendwie noch den Kram von dem Anschluss darüber bringen. Gut, ich hätte zwei Möglichkeiten dazu machen. Ich könnte natürlich auch hingehen, anstatt einfach jetzt von da drüben den hier hingehen zu lassen, könnte ich den Spaß natürlich... Was ist eigentlich mit dir? Wofür? Du kommst ja nach hier raus. Du musst ja auch noch da drüben dran. Ich habe ja zweimal das Problem. Pass auf. Idee. Das ist der innere. Die beiden müssten zusammenpassen. Das passt sogar sehr gut. Würde ich das hinkriegen? Wir probieren was anderes aus. Dann sieht das vielleicht ein bisschen sauberer aus. Das Ganze wird dann zwar etwas höher, als ich eigentlich wollte. Ich wollte es relativ kompakt halten, aber machen wir mal. Machen wir mal so. Und versuchen das nochmal. Also. Du gehst jetzt bitte in einem ganz bescheuerten Winkel dahin. Gefällt mir nicht. Dann gehst du so. Und du machst dann nicht ganz so, machst auch einen schrägen Winkel, aber nicht ganz so bescheuert. Ja, das sieht gut aus. Dann kommst du. Dann sieht man ja nachher nicht mehr, wenn wir da nochmal Wand draufziehen. Aber dann haben wir schön hier hinten. Im Worst Case haben wir hier einen konstanten, oder was heißt im Worst Case, eigentlich im Best Case, einen konstanten Austausch zwischen Items, die einerseits dort reinkommen, darüber gehen, hier über den Abfluss wieder zurückgehen und dann praktischerweise durch das wieder raus in den Shredder. Okay, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben hin und her. So. Und den könnte ich nochmal überlegen, ob ich ihn ein bisschen drehe. Weil dann könnte man auch an das Interface kommen. Wo ist das überhaupt? Das ist da, oder? Ja, das wäre das eigentliche Coupon-Interface hier. Soll es zumindest darstellen. Ja. Ja, ja. Ja. Aber das ist auch nicht so wichtig. Warte mal, das ist da mittig, ne? Nein, nicht den Boden wegreißen. Das heißt, dort kommt schon mal eine solche Wand hin. Sehr gut. Ist das auch dran. Dann kommst du so. Und du so. Boah, die kommt so gerade eben da drunter durch. Und da geht sie. Ah, lass das mal gelten. Okay. Das hätten wir.
Sieht seltsam aus, aber hey. Was soll's. Wir ziehen. Also hier drei Wände hoch. Dann machen wir... Hat man nicht gesagt, wir wollen da vorne Türen rein? Haben wir sogar schon. Oho. Okay. Wir brauchen 3x3, ne? Die haben wir doch hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also bis hierhin. Wenn wir es bis dahin ziehen würden, wäre schlecht. Bis dahin wäre gut. Dann könnten wir nämlich. Also ich. Nee. Doch. Ich versuche hier noch so ein bisschen. Eigentlich würde ich gerne. Das ist jetzt das Doofe, dann passt das nämlich nicht. Eigentlich würde ich gerne den machen. Und hier dann quasi Deckel drauf. Dafür müsste ich das aber alles einen halben höher setzen. Als das, was ich jetzt habe. Ich mache jetzt bis hier hingehe. Oder? Ja, bitte. Ich hätte schwören können, ich habe Cortana ausgeschaltet, aber manchmal meldet sich das Ding. So, wenn wir das jetzt hier machen, kriegen wir dann. Da fehlt mir, glaube ich, noch einiges für. Was brauchen wir denn alles? Wir setzen mal eben 4 Drone Ports hier rein und gehen mal kurz einkaufen. So. Das heißt jetzt hier vorne einmal abstürzen, danke. Und weiter geht's. Da rein, weil die Sachen sind ja nicht so wild. Das Schlimmste sind die Funksteuereinheiten, weil wir die ja nirgends eingelagert haben. Aber die liegen drüben an. Ich hoffe, ich habe noch genug. Da rumliegen. So, 2 Stacks hiervon. Highspeed-Anschlüsse, natürlich. Natürlich brauche ich die Highspeed-Anschlüsse, die mir ausgegangen sind, die ich da drüben habe. So. Und zwar in... Was, in diesem Container? Nein. Okay. Du gammelst hier einfach so rum. Kohle ist voll... Wunderbar. Was fehlt hier? Gewebe. Gewebe war immer so ein Problem. Deswegen mache ich die Masken auch da drüben mit Gewebe. Dass ich mal reinfliege. Highspeed-Anschlüsse. Dort. 2 Kisten. Davon brauchen wir 80. Ja, ein Stick mit. Okay, Allocations machen wir als letztes, weil da kommen wir damit dann vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt noch das durchholen. Das liegt hier. Guck mal. Wenn wir schon da sind. Okay, hier ist so viel von dem Zeug. Du arbeitest auch gerade gar nicht, ne? Nee, du bist voll. Wunderbar. Das heißt, ich kann dich hier rausnehmen. Die laufen rüber. Bob, weg. Und du kannst mal wieder ein paar machen. Läuft das langsam an. Okay. Jetzt brauche ich aber gar nichts mehr. Das heißt, wir machen 4 Drohnenlandeplätze und dann müssen wir auch noch 4 Drohnen machen. Habe ich jetzt natürlich nichts bei, aber egal. Ich muss ja sowieso, das ist jetzt gerade sowieso Proof of Concept. In der Hoffnung, dass es klappt. Drohnenlandeplatz da. Ach ja, ich brauche ja irgendwo. Hey, ich muss den Scheiß ja auch irgendwo reinleiten. Okay, das wird tatsächlich passen.
Und wenn ich das so mache, komm, einen nach hinten. Ich bin gerade zu blöd, das von der Position herzukriegen. Passt das so? Ja. Wenn ich jetzt nämlich hingehe und diese Wand austausche, müsste ich doch einen Lift. Verdammt. Nochmal anders. Von unten. Da drauf. So. Den hätten wir. Das ist unser Ausgang. Was bedeutet, dass wir den hier so setzen und dann da rein. So, da würde unser Spaß reingehen. Das funktioniert jetzt natürlich super für diese eine Drohne, aber wie kriege ich die zweite und die dritte und die vierte da drauf? Das macht ja so gar keinen Sinn. Nee, bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe. Ich will nichts gern, verdammt. Ich muss nur. Ja, Eisen haben wir genug. Aber vom Prinzip her, jetzt den zweiten hier nehme. Und so setze. Steht genau so ein Stückchen über. Okay. Okay, wir ändern das nochmal. Und zwar, wir fangen hier hinten an. Drohnenpunkt. Wir setzen ihn so genau an die Kante. Oh, wir können den ja hier halb überstehen lassen. Dann haben wir da hinten einen halben Platz. So. Dann ziehen wir diese Decke hier einmal darüber. Wie sieht das denn aus? Nein. Da. Gucken wir mal. Eventuell können wir damit arbeiten. Damit. Das ist wenig Platz, aber das reicht, um zwei Dinge anzuschließen. Dann kann man es da reinlassen und da hinten einmal rüber gehen. Das könnte man sogar richtig schön bekloppt machen. Das gefällt mir. Bekloppt gefällt mir. Jetzt muss ich dich hier so dran packen, dass ihr gleich seid. Und dahin. Dahin. Ist das hier genau? Jo. Das würde funktionieren. Jetzt den Spaß nehme. Einzige Problem ist hier. Wobei ist das wirklich ein Problem? Wir haben ja nicht den Knopf. Oh. Wir haben ja die Möglichkeit. Die Möglichkeit, dorthin zu gehen.
4 Meter geneigte Wand ist ein bisschen blöd, ne? Die würde man hier halt brauchen. Also meine Idee wäre, das hier jetzt wegzumachen. Das haut natürlich nicht hin mit, ne, wenn ich jetzt den hier setze, den ich da bräuchte, theoretisch. Und da muss ich sowieso, also die muss ich noch mal gucken, ob ich die austausche oder was ich da auch immer mache. Aber wenn ich den jetzt hier drauf setze, dann steht er natürlich da genau diesen einen über. Das sieht doof aus. Und ich meine, selbst wenn ich hier jetzt noch ein Reinsing mache, ja, ist der Spaß. Da, Fundament. Also selbst wenn ich das hier, also das geht schon mal da nicht. Ich muss hier diese Steigung haben. Und ich kann natürlich hier irgendwas, was in der Richtung ist? Nee. Natürlich die Steigung. Also wir setzen erst nochmal den hier. Und da auch. Ich setze die Steigung hier. Dann können wir die geneigte Wand da machen. Nein! Nicht. Ups. Danke. Okay, um da rumzufliegen, brauchen wir den Kollegen definitiv mehr hier. Jetzt haben wir genug Strom. So. Jetzt können wir hier hingehen. Und da vorne. Ja, jetzt ziehen wir mal bis hinten durch. So, 10 ist schon zu Ende. So, dann kommt der da dran. Ich meine, ja, wir haben jetzt überall diesen halben Versatz da drin. Aber das macht nichts. Ja, den kann ich mir hier drauf ziehen. Kann ich mir da drauf ziehen. Ja. Das geht. Jetzt könnte man nämlich überlegen, als nächstes eine Zweierrampe draufzusetzen. Ich meine, das muss ich hier eh durch Dach ersetzen. Komm, das machen wir auch direkt. Die 3 ersetzen wir durch da. Wie lassen wir das dann laufen? Da runter rein. Und hier machen wir einen Dreier hin. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Oh, ich sehe schon, unsere Zeit wird schon wieder knapp. Uiuiui. Dabei machen wir doch gerade nur ein bisschen. Wir probieren doch nur ein bisschen. Glasdach wollen. Nein, Glasdach wollen wir nicht. Sag mal. Wir wollen gerne ein. In dem Fall wollen wir ein Fix. Oh, okay. Gut, dass ich diese Artikel noch nie angepackt habe. 4 Meter flacher. Wow. Darüber. Dann können wir das 2 Meter Dach nehmen. Darüber setzen. Und dann könnten wir wiederum da drauf. Das müssen wir hier an der Seite machen. Das heißt, hier müssen. Hier
Fliese hin. Da kommt ein Wand. 2 Meter Wand. Dann können wir hier drauf wiederum 2 ziehen. Ein Meter Wand. Wie sieht das aus? Wenn wir jetzt hingehen, nehmen das 1 Meter Dach. Kommst du? Sag mal. Danke. Dahin. Und das Flachdach. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich werde mir das Flachdach einen tiefer setzen. Also dahin. Oh, das ginge. Okay, eigentlich muss ich die andersrum machen. Ja. So wäre richtig. Kein Problem. Machen wir auch. So. Wunderbar. Dann hätten wir das so. Ja, der kippt da durch, aber in gut. Und hier ist ein Versatz, der mir nicht gefällt. So bitte. Danke. Jetzt haben wir die hier alle schön beisammen. Das sieht doch ordentlich aus. Dann lassen wir diese beiden Ports miteinander verbinden, lassen die unten reingehen und dann ändern wir nochmal diese Wand hier. Also den Spaß, das gönnen wir uns jetzt noch. Dann habt ihr, versteht ihr meine Vision. So, und du weg und du weg. Dann kommt da nämlich die schöne Dreierwand rein. Wand. Du gehst von dort rein. Da rein. Ups. Ich hänge. Das da oben zu machen, ist klar. So, das ist doch ganz ideal. Wie ich. Müsste ich hier. Das ist natürlich dann schief, aber. Ich wünsche mir so sehr eine Wand, wo man den auch so ein bisschen links, rechts, hast du nicht gesehen. Oder eben eine Wanddurchführung für das Zeug, aber gibt es leider nicht. So, das machen wir jetzt einfach mal so. Dann hätten wir hier einen Merger. Das ist zu eng. Das machen wir so nicht. Machen wir dann doch lieber so. Wichtig ist, ich muss nur irgendwie Batterien noch hier reinkriegen. Aber da setzen wir uns ein. Da lasse ich mir was einfallen. Und wenn ich das Band weiter rausziehe oder so. Das
da fällt mir noch was für ein. Und wenn ich da nochmal dran rumbastel, ist egal. So, dann gehst du da rein. Dann läuft das auch außen ein bisschen rum. Das heißt, da geht ein bisschen... ich hätte mir gerne in diese Richtung. Und da, ups, einmal von da aus. Dahin. Der Spaß läuft darüber, geht dann da hinten rein, geht hier lang, kommt darüber zurück, geht hier in den Überlauf, geht darüber, geht unten rein und kommt durch das untere. Da wird Bewegung sein ohne Ende. Wunderbar. Einmal, zweimal, da oben ist dicht. Zweimal den da unten lassen wir uns erstmal noch auf. Okay, das Ganze müssen wir dann auf der anderen Seite nochmal spiegeln, aber das ist jetzt nicht so wild. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gelungen. Und auch hier. Die lassen wir nach hinten laufen. Und hier unten kommt ein Merger hin irgendwo. Machen wir da genauso. Ich muss, wie gesagt, nur noch gucken, dass ich irgendwie die Batterien da auch reinkriege. Weil die sind gerade mein größtes Problem. An der ganzen Geschichte. Von unten kann ich es nicht leiten. Vielleicht ziehe ich das alles ein bisschen raus und weiter nach hinten. Das ist so ein bisschen übersteht mehr. Okay. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen weg, großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Äffchen. Tschüss.